Leute tun Sachen und danach bereuen sie die Sachen. Heute schauen wir uns nämlich eine Instant Regret Compilation an. Was quasi bedeutet, wie ich schon anfangs erwähnt habe, es ist so simpel. Es ist wirklich schwer zu erklären, weil es so simpel ist. Sie machen etwas und sofort bereuen sie es immens. Okay, warte, ich brauche einen Vergleich. Sagen wir, du willst zum Friseur gehen, aber du hast es eilig. Jetzt kannst du dich entscheiden, gehst du zu dem Friseur, der weiter weg ist, aber wo du garantierst, dass er gut ist. Da kommst du aber zu spät, weil du es ja eilig hast, zu einem Meeting. Oder du nimmst den Friseur, der in der Nähe von dir ist, aber garantiert, hier ist dann keinen guten Haarschnitt und dann vielleicht siehst du dann hässlich aus. So, das wollen wir nicht garantieren, okay? Nun, dann entscheidest du dich, okay, ich habe jetzt eigentlich, ich will lieber früher kommen, deswegen gehe ich zum Friseur, wo ich noch nie war, aber der in meiner Nähe ist. Dann gehst du da hin und er verkackt deine kompletten Haare und auf einmal bereust du sofort deine Entscheidung, die du getroffen hast. Du wünschtest, dass du lieber etwas später gekommen wärst zum Treffen, anstatt dass du deine Haare verkackt hast. Ja, das war ein guter Vergleich. Wow, ich will echt nicht schlechte vergleichen. Übrigens, laut einer Statistik haben 60% der Leute unten noch nicht kostenlos abonniert. Also, falls du einer von bist, dann schau nach, ob du es getan hast. Ich meine, es ist kostenlos und hier kommt täglich Videos hoch. Und lass noch mal rum dafür mehr Videos. Okay. Bei dem war das so, der hat sich einfach gewünscht, dass er nicht da lang gefahren wäre. Aber hey, das Risiko war es wert. Ist das eine Taube? Alter, wie kann man bei so einer Taube so ängstlich sein? Ich meine, gut, das ist ein Kind, aber ich meine ja nur. Au. Skateboardfahren ist gefährlich. Was hat sie? Ich würde den Clip gerne nochmal sehen. Was tut sie da? Ich verstehe nicht, was sie da tut. Ich check das nicht. Ich check das nicht. Auf was wird denn reingezoomt? Oh mein Gott. Das pfiffst mich gerade so an. Look at him. He looks so relaxed right now. Not relaxing for long. I'm gonna scare him with this snake. Oh Gott. Oh Gott. I got you. Mich wundert es gerade, dass die Frau sich getraut hat, eine Schlange in die Hand zu nehmen. Ich meine, das war nur eine Fake-Schlange, aber viele Frauen trauen sich nicht mal eine Fake-Schlange in die Hand zu nehmen, okay? Das ist echt crazy. Okay, ist das so ein Schneewegmach... Ja, okay, das ist so ein Schneewegmach-Ding. Hat gut funktioniert. Letzter Versuch. Ich weiß nicht mehr, was er vorhatte. Toll gemalt. Okay. Was macht er da? Oh mein Gott, das war echt episch. Und zwar, er war wahrscheinlich das erste Mal so in Asien. Hat das erste Mal ein Schnäppchen gegessen. Und ohne Scheiß, wenn man das erste Mal tut, da hat man auch keinen Bock drauf, Alter. Ich meine, ich finde, es hat mega was mit Stäbchen zu essen. Aber ich finde, es hat auch was mit Händen zu essen. Ich finde es irgendwie cool. Manche Länder essen mit Händen. Und irgendwie finde ich das sogar ziemlich cool. Also, ja. Was? $80 Bestellung? Ich check das nicht. Ich check das nicht. Oh ne. Ich meine, irgendwo hast du es verdient. Vor allem, das war so ein Moment, der... Du gehst auf eine Party, du betrinkst dich und dann gehst du nach Hause und dann passiert immer sowas. Alter, sieht gemütlich aus. Just let it go. Lass es einfach los. Oh Gott. Oh. Hä? Wieso ist dieses Teil so... Ich meine, das dürfte eigentlich gar nicht passieren, oder? Ich will mich einfach so zurücklehnen, einfach nur chillen. Aber das dürfte gar nicht passieren, oder? Okay, mach Bilder mit seinem tollen Auto. Sieht echt krass aus, das Auto, ne? Alter! Ha! Sehr tolle Bilder auf jeden Fall. Das sind so, kennt ihr die Leute, die so sportlich sind und dann aber nicht, es ist nicht genug, wenn sie sportlich sind, sondern sie müssen wirklich der ganzen Welt zeigen, dass sie sportlich sind. Also, sie müssen dann überall halt auch sportlich agieren, so. Ich meine so, ich bin sportlich, schaut mich an, ich bin so ein sportlicher Typ. Also, ich frag mich, ob ich auch immer so einer war, ich glaube nämlich irgendwie ja. Wieso passieren mit diesem Ding so viele Unfälle? Mit diesem Ding passiert so, ja, ich hab den Clip aber schon mal gesehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein.
Das ist, wenn du VR spielst, das kann so in die Hose gehen, jetzt ohne Scheiß. Habe ich auch schon mal gesehen, den Clip. Aber ich lasse ihn trotzdem laufen, weil... I wonder why. Weil nur für euch, falls ich es nicht gesehen habe. Oh Gott. Partiere sind so... Ich wollte sagen dumm, aber das wäre voll dämlich, weil das Ding ist, Partiere, es ist so witzig, wenn man einen Spiegel dahin tut. Die checken... Weil ich meine, du brauchst halt eine bestimmte Art von Logik, um zu wissen, dass es ein Spiegel ist. Partiere können das wissen, habe ich gesehen, aber du brauchst wirklich eine bestimmte Art von Intelligenz. So, die meisten Tiere wissen nicht, dass die sich selbst sehen. Ich meine, woher sollen die auch, richtig? Ich meine, ja, aber das wäre voll verwirrend. Ich meine, würde ich denken, dass im Spiegel jemand anders steht als ich, dann wäre das echt komisch, weil dann würde ich... Egal, was ich mache, ich wäre verzweifelt, weil er immer dasselbe macht wie ich. Nur spiegelverkehrt. Oh, die Teile wollte ich schon immer mal austesten. Das ist so witzig. Die Teile wollte ich schon immer mal austesten. Schon immer. Das sieht so spaßig aus. Yo, axe kick, axe kick. Yeah, up down, up down. Was? No, no, hold a one hand and axe kick it. Come on. Ach so, er soll's kicken. Oh Gott, der nächste Clip. Aber das Ding ist, diese Lache zum Schluss, ey, ich weiß nicht wieso, die Lache hat mich mehr provoziert, ey, die Lache, ey, ne? So, der Typ hat einfach nicht nur gelacht, so normal gelacht, sondern der hat einfach so die Lache so enorm übertrieben, so irgendwie will ich ihm so gerne eine Backpfeife geben. Oh. Ich meine, sie hat ein Bett, ich kann es nachvollziehen, dass man sowas tut. What? Nee. Warte, das ist egal, vergessen wir das. Was habe ich gerade gesehen? Oh Gott, Leute, wir sind so lebensmüde. Oh mein Gott. Okay. War mal ein cooler Sprung. Ah. Oh nein. Ja, das mit Eis kann gefährlich sein auf jeden Fall. Ich meine, es passiert aber irgendwie in Amerika, ne? Das ist voll crazy, als ich mal gelesen habe, dass wenn du ein Grundstück hast und das vereist ist und jemand sich da auf die Fresse legt, dann bist du dafür schuld. Selbst wenn es die Straße vor deiner Haustür ist. Voll komisch, aber ist anscheinend so. Also, die können einen anzeigen dafür, wenn sie da ausrutschen. Weil man ist selbst dafür verantwortlich, ob es da zu rutschig ist oder nicht. Also mega crazy. Ich meine, ich wäre auch so einer, der würde da reingehen. Okay, das war witzig. Ich bin ein bisschen verwirrt. Er ist auf das andere Bett gesprungen, okay? Das ist so verwirrend, aber irgendwie hippisch. Oh. Ihre Hose ist zerrissen. Das erinnert mich an diese eine SpongeBob-Folge. Er macht aber auch so ein kleines Trampolin zu Hause, so das ist... Ich weiß nicht, aber ich finde das keine gute Idee. Lieber im Garten, oder? One, go! Okay. Wieso fallen die alle runter? Oh my God, oh nein. You cannot do that! Oh no. Okay. kostenlos Auto waschen. Aber wo war das bereuen dort? Ich meine, eigentlich war das episch, oder? Kostenlos? Ich meine, gut, das Auto wird nie so sauber wie bei einem anderen, bei einem professionellen Teil, aber ich meine ja nur. Au. Ich meine, du hast die Idee, du denkst, okay, wieso setzen wir das nicht um? Da kann sowas passieren, okay? Ich meine, es war nicht der größte Fall des Lebens, aber es tat bestimmt weh. Ich weiß, was sie machen wollte. No. Nichts passiert, alles gut. Bist du dir sicher, Schatz, dass du dich nicht verletzt hast? Und es dir nur peinlich ist? Nein, nein, alles gut. Ich will mich niemals verletzen. Es ist alles bestens. Oh Gott, das tut echt weh. Eieieiei. Das wird einige Schmerzen geben. Oh Gott, nein. Wieso hilft ihm sein Kumpel nicht? Er filmt das nur. Ich will auch so ein Kumpel, ich würde das nur filmen.
Sehr gut, aber das sieht auch so spaßig aus irgendwie. It's really, really beautiful. Excuse me, please. Come on, out of the way. Right. It's that. A 6.2 liter V8. Die arme Frau, er hat so gesagt, so wunderschön. Und dann geht es zum Auto und ja, interessant. Sieht aber auch so spaßig aus, sich in einem Auto ziehen zu lassen. Happy Birthday to you. Not... Aber der Kuchen ist... Der Kuchen ist okay eigentlich, ja? Der Kuchen ist okay, ich werde ihn essen. Was macht der? Spachtelt er sein Auto? Es ist nicht so scharf, das Video, deswegen. Was macht er da? Okay, oh, oh, oh. Oh. Scheiße, schon wieder. Es ist so rutschig und ach, ich hasse es, hier Treppen zu gehen. I don't know. Was ist da vor? Maybe not. Oh. Oh no. Das müsste man mal so in der Schule machen. Bitte mal. Oh Gott, das hätte ich nicht sagen sollen, aber ich weiß nicht, das müsste man eigentlich machen, oder? Das wäre eigentlich ganz witzig. Oder, aber mach's bitte nicht da. Bitte. Ich habe nichts gesagt, okay? Ich hab gesagt, man soll es nicht tun, okay? Alter, ist das ein Vogel, der sich festhält? Ah, ein Flugzeug. Ach so. Ja, das ist aber auch echt nervig, wenn du schläfst und auf einmal kommen so deine Kumpels und die machen den hier so, ich werde denen so eine Backpfeife geben. Okay. Oh no. Nein, 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 nein. Oh no. Alter, was für ein geiles Motorrad. Einmal umkippen, der Wert ist um die Hälfte gesunken oder wenigstens um ein Viertel. Die können wirklich nicht fahren. Oh nein. Oh mein Gott, ihr Gesichtsausdruck so. Und sie fragt auch zum Schluss, ob sie aufgenommen hat. Ja, du bist für immer im Internet. Oh. Oh. Yikes. Ah. Das war's aber wert, finde ich. Okay. Zieh euch mal die Männer im Hintergrund rein. Zieh euch mal rein, wie die ausdecken. Zieh euch die Männer im Hintergrund. Hauptsache, die drei Männer stehen auf. Das ist ja witzig. Oh, das wollte ich auch schon mal tun. Au. Ah. Das sind halt so die Momente, die man sich wünscht, dass man sowas nicht zu Hause tut. Ich habe mal Breakdance gemacht, als ich 16 war. Und ich konnte auch wirklich gut Breakdancen. Ich konnte auch dauerhaft einen Handstand. Ich konnte immer dauerhaft auf meinen Händen stehen, für Minuten lang. Und dann, aber als ich das geübt habe, habe ich natürlich das immer zu Hause geübt. Und einmal hat es dann nicht funktioniert bei meiner Übung. Und dann bin ich vorne umgekippt, also nach hinten umgekippt. Und dann bin ich mit meinem Rücken gegen die Bettkante gekommen. Und ich kann euch sagen, ich dachte, ich bin querschnittsgelähmt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe irgendwie versucht, an mein Telefon zu kommen. Habe meine Mutter angerufen. Und die haben mich ins Krankenhaus gefahren. Ich konnte mich dann langsam wieder bewegen, aber das war, ich habe mich so hart verletzt einfach. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich hart verletzt. Da hat die Frau gesagt, alles ist gut, aber ich kenne das, weil man tendiert oft zu Hause sowas zu machen, weil wo sonst, vor allem abends. Und dann hat man aber nicht so viel Platz zu Hause. Und wenn man sich dann auf die Fresse legt, dann kann es eher schief gehen. Ich werde jetzt gerne überall schief gehen, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ich glaube, die waren auf Klassenfahrt oder so.
Das sah zumindest so aus. Okay. I saw her riding the cart with my BFFs. Oh. Sarah. Okay. Okay. Oh Gott. He's talking on the phone. Da war ja nicht mal dick. While he loads that red diesel. He's just talking, having a nice time. No big deal. Was? Hey, I wonder if I'm ever gonna get full. Yeah. Oh my God. That's nice. Oh mein Gott, dieser, das habe ich noch nie gesehen, der hat so viel getankt. Was war das überhaupt? Das war kein Öl, oder? Was war das überhaupt? War das Öl? Alter Schwede, der wurde einfach mal so voll, dass es übergedingsert ist. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das war eine Menge Geld, das verloren ging. What? Oh no. Oh. Oh. Der Typ muss sein Leben gerade so hassen, ne? Ist kalt. Oh, wird heute ist Reingang zu sein. Oh, ist das süß. Oh no, das war so süß. Das war der perfekte Moment, das Video zu beenden. Das war's aber für das Video. Für mehr davon, lasst noch oben da abonnieren, kostenlos, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Bye.